Übrigens, du kannst dich nirgendwo verstecken, du bist hier gefangen. Und jetzt, du kannst dich übrigens woanders hingraben. Fick dich doch, Mann. Nimm den verschissenen Eimer und koch mir irgendwas. Wir können da oben noch aktivieren. Leute, wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das gerade mal heißt? Wir haben noch Platz für McDonald's. Hard work is happy work, ja? Und damit willkommen zurück zu Fallout. Wir wollen jetzt hart und happy arbeiten. Guckt's euch an, da liegt noch der leuchtende Vollidiot rum. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Eine Achterkugel, es ist extrem nützlich, Madame. Guck mal, was hier alles ist. Das ist ja schon alles vorhanden. Was ist denn das? Was ist denn das für ein hässliches Kind, Mann? Wie so ein Horror-Filmspielkind. Überfälliges Buch. Ich glaube, das Video ist langsam mal überfällig. Ich werde es vor Tagen hochgeladen haben wollen. Aber mein Internet ist so pimmelig unterwegs, dass das gar keine Chance. Ich habe gar keine Chance. Das weg, kann ich das hier wegmachen? Nee, den Stein kann ich wieder nicht entfernen. Aha, ganz gut. What the fuck? Kennt ihr diesen Horrorfilm Sphere oder sowas? Sphere? Nein, der ist es. Bahngleise kann ich entfernen lassen, wenn ich das will. Ich habe meine Vorarbeiter am Start, ne? Vor allem den Pisser hier, Mann. Was liegt der hier überhaupt so dreckig rum? Kann ich die Züge entfernen? Ich kann sogar die Züge entfernen. Also jetzt, das ist ja wirklich ultra nice, was hier gerade geschieht, oder? Wisst ihr was? Ihr schreibt mir erstmal, wie ihr überhaupt die Vault haben wollt. Ich meine, habt ihr schon Pläne? Wo geht's denn hier noch hin? Was ist denn hier los? Hat die irgendwas versteckt jetzt, die Alte? Nee, oder? Das war's schon. Das ist ja wirklich eine super Vault-Aufseherin. Und sie sagt, ich habe mich Jahrzehnte hier beschäftigt, Jahrhunderte, wer weiß, 700 Jahre oder wie alt ist er? Der hat doch die ganze Zeit die Glit geribbelt, oder? Was ist denn das hier? Ein Override. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, das ist ja... Ey, lässt du mal die Tür zu, Ada? Ja, ich muss jetzt aber doch schon wieder raus, ne? Mal ganz kurz alles abchecken, was hier abgeht. Ein Funkleitstrahl, kann man anmachen. Wisst ihr, was das heißt? Ab jetzt sammeln wir Bewohner. Übrigens, ich habe jetzt die Web-Facecam wieder. Findet ihr das eigentlich besser, wenn ich die benutze? Wie wenn ich die andere Cam benutze, da gucke ich immer so auf euch. Aber so gucke ich eigentlich schon fast auf euch, wenn ich auf den Bildschirm gucke. Jung! Also, wir können ja alles einreißen, alles kaputt machen, alles neu bauen. Wir können hier reingucken, guck mal, und die Leute beklauen. Da ist ja gar nichts drin. Sind wir hier bei Bettler oder was? Wir sind doch eine reiche Wall. Machen wir erstmal die Tür vielleicht zu? Ich will nicht, dass unser Vergnügungspark hier geöffnet ist. Solange wir noch nicht geöffnet haben. Aber ich muss bestimmt offen bleiben, dass Leute rein können, ne? Wir bauen jetzt der Truller mal ihr komisches Teil. Regencape, wollte ich gerade sagen. Und zwar ihren Schreibtisch der Aufseherin. Den bekommt sie. Komm, den bekommt sie. Regt euch nicht auf, ich baue den jetzt. Wie, ich kann den nicht bauen? Achso. Wo kriegt sie den? Direkt hier vorne? Sollte direkt so am Patienten praktisch arbeiten. Ich wäre fast dafür, wenn sie hier vorne sitzt und so ein bisschen einfach das Tor im Auge hat. Wenn jemand angreift, dass er auch ein bisschen schießen kann, oder? Was liegt dir für ein Scheiß überhaupt rum? Weg damit, Mann, Alter. Ich raste doch gleich. Mir wird gleich ganz anders hier. Ich will, dass hier nicht angefasst werden kann von links. Beziehungsweise von rechts. Weil die wird wahrscheinlich ultra vergewaltigt von den ganzen Ghoulen. So, jetzt gucke ich aber selbst mal, was man hier machen kann. Ich benutze mal den Schreibtisch. So. Ich war nämlich früher auch mal hier eingesperrt. Hauptdirektive. Vertraulich. Nur für die Aufseherin. Zum Glück bin ich der Besitzer. Vault 88 wurde geschaffen, um verschiedene Prototypen zu testen. Hör mal auf zu klackern jetzt hier. Vault 88 wurde geschaffen, um verschiedene Prototypen zu testen, die dann später auch in den anderen Vaults eingeführt werden sollten. Sobald Vault 88 voll funktionstüchtig ist, gehen wir davon aus, dass mehrere Gerätereien pro Geschäftsquartal für die Massenproduktion bereit machen können. Das hat sich gerade behindert angehört. Die Prototypen sind zwar noch etwas unausgereift, sie werden also ihr Bestes geben müssen. Anders als bei anderen Vaults schicken wir bereits vor Eintritt eines Katastrophenszenarios Testsubjekte. Bestenfalls können sie im Frühjahr 2078 mit den ersten Subjekten rechnen. Also die bekommen vor dem Ding, kriegen die schon Leute rein, wo es dann wahrscheinlich heißt, Madam, Sie müssen in die Vault. Warum? Einfach so. Vertrauen Sie mir, wollen in die Vault gehen. Nutzen Sie sie so lange wie möglich, aber zögern Sie auch nicht, Personal zu ersetzen, falls es Komplikationen geben sollte. Eine kurze Durchlaufzeit ist unbedingt erforderlich. Sollte es zu einer Sicherheitsabriegelung des Vaults kommen, das Vault, also dann doch männlich, ist die Umsetzung der Planung weniger zeitkritisch. Dann haben sie hunderte von Jahren Zeit. Sie werden die Testsubjekte also gefügig halten müssen. Aha. Wir sind überzeugt davon, dass sie die richtige für die Position sind, Dr. Barstow. Das sehe ich so schon mal nicht ein. In erster Linie bin ich ja derjenige, der die Leute quält, nicht sie. Also von daher, legen Sie mal den Hammer weg. Ich gehe da jetzt ran. Aber mit irgendwas, womit man Leute wirklich quälen kann. Also nicht mit dem Hammer, sondern bewusstlos schlagen mit einem Wattebausch oder so. Ah! Das dauert und tut weh irgendwann. Ich kann es kaum glauben. Mein Aufseherschreibtisch. Ah. Nach all der Zeit. Vibrationsstuhl. Hey. Lass mich im Terminal des Schreibtisches nachsehen. Ach so, ich hätte das scheiß Ding direkt zu ihr bauen sollen, ne? Habe ich es jetzt richtig verstanden, Fräulein? Oh Gott, die läuft echt so ganz langsam. Lass mich mal erstmal da ankommen, ne? Ich laufe ja schon. Warte mal. Lass mich kurz noch dieses System hier reparieren.
dann bin ich bei meinem Schreibtisch. Warte mal. Ich muss sicher gehen, dass im Terminal alles ist, was ich brauche. Ich habe schon reingeguckt. Die Pornos sind nicht da. Dem können wir ja noch nachhelfen. Ich hol die Kamera, mach dich schmunaki, Stutzlatt. Deadass. Was hatten die eigentlich dabei? 10mm Patrone könnt mir ja nicht. Quatsch, behalte holen. Komm, hock dich hin. Mal gucken, wie die Animation ist, ob sie sich wirklich schön hinsetzt. Wow. Wie kam der Stuhl jetzt zu dir gedreht? Ist das irgendwie so ein magnetischer Stuhl oder was? Mit ihren ekligen Karottenfingern. Das... Bitte sei nachsichtig. Ich hab so lang gewartet. Aber wir dürfen nicht trödeln. Die Arbeit wartet auf uns. Dieser Vault sollte ganz bestimmte Bewohner beherbergen. Um Versuche am Menschen durchführen zu können, benötigt man schließlich die perfekten Testsubjekte. Wir müssen direkt an die Arbeit gehen, aber lass mich erst noch zu meinem Schreibtisch laufen. Warte kurz. Willst du nicht weg, fragen wir mal. Ist schon interessant, oder? Ich finde, also, so lustig, wie dieses Video auch sein soll, de facto, wollen wir doch aber auch wissen, oder? Ihr seid interessiert an dieser Frau. Nach all den Jahren willst du gar nicht weg? Wann ich meine Mission endlich abschließen kann? Niemals. Ich habe an nichts anderes gedacht. Von nichts anderem geträumt. Seit Jahrhunderten. Mhm. Verständlich. Perfekte Versuchsperson. Was macht eine perfekte Versuchsperson aus? Die Person sollte gesund sein. Oder zumindest gesund genug. Und wir müssen schnell eine exakte Basislinie erhalten. Außerdem muss sie bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Ich werde niemandem etwas tun. Leute, wie sind wir drauf? Sind wir jetzt eher lieb? Oder machen wir diese, Wattebausch-Quell-Geschichte wirklich wahr? Machen wir die real? Komm, wir fragen mal nach. Ich werde nicht mit dem Leben anderer spielen. Denk doch mal an das Gemeinwohl. Aber gut, du bist für die Experimente zuständig. Wenn du einen risikolosen Ansatz wählst, entwertet das die Ergebnisse unserer Forschung. Aber es ist deine Entscheidung. Überleg es dir gut. So, und jetzt, wie ich sehe, hast du bereits den Funkleitstrahl des Walls eingeschaltet. Gut. Ich hab's drauf. Während wir darauf warten, dass es sich herumspricht, könntest du dich ja in Vault 88 umsehen. Wenn du ein paar Trümmer beseitigst, könntest du vielleicht in andere Abschnitte gelangen. Sämtliche Materialien oder Ausrüstung, die noch funktionieren, könnten für die Experimente nützlich sein. Spannend! Das finde ich jetzt schon nice, aber dass er damit jetzt erst rausrückt, weißt du, vorhin noch, Julian, hör auf, den anzugreifen. Übrigens, du kannst dich nirgendwo verstecken, du bist hier gefangen und jetzt, du kannst dich übrigens woanders hingraben. Fick dich doch, Mann. Nimm den verschissenen Eimer und koch mir irgendwas. Hier, das ist ein Emilia-Eimer. Ba-ba-ba-ba-ba, Black Betty. Ich setze ihn jetzt auf und dann ist hoffentlich gut. Dann haben wir heute hoffentlich unseren Sold getan. Hier. Ah, wie sie klatscht! Boah, ich kann euch einen Grundriss geben. Bin ich eigentlich total behindert? Achtung. Aktiviere. Ist es weit da drüben? Wir können einen riesigen. Wo war jetzt der Julian überhaupt? Wie heiße ich? Ah, jetzt. Jetzt hab ich's. Hier ist ihr verschissener Schreibtisch. Okay, gut, alles klar. Ich hab's gerade nicht geblickt. Also, wir können hier hinten noch freikämpfen. Wir können da oben noch aktivieren. Leute, wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das gerade mal heißt? Wir haben noch Platz für einen McDonald's. Also manchmal muss ich doch selbst sagen, dass ich so ein bisschen... Ich habe schon so eine gewisse Komik. Und wehe, mein Roboterfrau, der ist nicht da. Ah! Wie ist sie gespient? Hey. Ich hier, bitte, Sir. Sie hat mir einen Teddybär gegeben und eine Schraube. Die hat gelogen, man kann sich da gar nicht durchbuddeln. So eine blöde Lügnerin, oder? Jetzt ist sie... Ah, hier geht's. Ein Felsrutsch, ich entferne ihn mal. Leute, warte mal, das heißt bestimmt irgendwie Waffe ziehen, oder? Übrigens, ich habe jetzt das Bild heller gemacht. Ihr habt es letztes Mal sicherlich nicht richtig gemerkt, aber ich konnte euch echt nicht sehen auf dem Weg zur Vault und so. Es war stockdunkel. Ich konnte auch in der Vault nicht so viel sehen, weil der Bildschirm so schlecht eingestellt war. Ja, ich habe 10 Euro oder sowas, die noch auf dem PayPal-Konto waren, die ihr mir gespendet habt, habe ich mir noch so einen kleinen Fernseher geholt, den ich jetzt hier ins Büro gestellt habe. Richtig edel. Vielen Dank an euch. Habe ich euch noch gar nicht gesagt, ich alter Vogel. Ja, ich zerkrüppel dir die Beine. Dann hagelt es Scheine für kleine... Du bleibst liegen, Alter. Oder du wirst zum Wortverwalter. Die haben wir ja schon, die Verwalterin. Hör mal auf. Hör mal auf, jetzt die Leute fertig. Du laufst halt richtig häufig. Was? What? Seit wann kann man gefressen werden einfach so? Wo ist die Polizei, wenn man sie braucht? Ey, zum Glück haben wir hier einen Speicherpunkt gehabt, ne? Sonst wäre jetzt ausgerastet. Bist du da, Alter? Jetzt portet er sich nicht her. Die blöde Nuss. Wo bist denn du jetzt, du kleiner Ghoul? Hä? Wo bist denn du jetzt? Okay, ich schreibe mal schön die Granate in die Fresse. Viel Spaß damit, Mongo-Junge. Ich hab den Ghoul getroffen. Da, noch eine. Für alle Fälle.
So. Ada, hilf mir mal. Ada, Ada, Ada. Das ist so ein Vertrockneter, habe ich gehört. Der ist richtig eklig, Ada. Guck mal. Ah! Guck mal, sein Fuß. Ja, Bein verkrippelt. Kümmere mich mal um den hier. Wo ist denn der Wattebausch zum Totschlag? Ich nehme jetzt meine schwächste Wumme, die... Ich nehme die schwächste Wumme, die ich habe. Ich nehme mir die Betsy in die Hand und werde ihn ganz genüsslich wegbeziehen. Oh. Des Killers! Der hat mein Zeug angehabt. Direkt... reduziert den durch Menschen verursachten Schaden um 15. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Ja, hast du doch mitbekommen, Mann. Meine Klamotten. Ah, Kronkorken. Ah, ist natürlich jetzt passend. Wissen ja viele nicht, aber ich esse Kornkorken. Kornkroken. Ich esse ja Kornkroken, ne? Ich bin ja so ein Kornkrokenesser, ne? Hast du ja schon bei langem, dann hast du ja mal lange. Ah, das war die Schallplatte, die ich hier dann einlegen muss und das Gerät da vorne, ne? Da vorne ist es bestimmt. Du, ey. Puh. Puh, habt ihr schon mal jemanden gehört, der im wahren Leben Puh sagt? Boah, Puh. Ein Meyer-Lurk. Achtung, ich schieße mir in die... Ich will dich doch kurz snipen. Ey, warum geht das verschissene Snipe-Ding nicht an? Fuck. Zeit, sie zu vernichten. Danach erzähle ich Geschichten. Wie er einen Backflip gemacht hat. Krass. Da liegt nicht. What? Oh fucking Meyer-Lurk-Jäger, Alter. Die sind richtig heavy drauf. Das sind richtig heavy Gestalten, ne? Oh scheiße, Mann. Scheiße, die kommen. Ich hab Angst. Ihr habt die Tussi schon down gemacht. Ey, geht weg, geht weg. Ich hab noch nicht mal gespeichert, ne? Verpisst euch. Ich hab ganz viele Minen. Krass, wie er nicht in die Minen läuft. Was ist das für Vieh, Mann, mit seinen grünen Augen? Das wäre echt edel, wenn du mal durch die Minen. Ey, Leute, weichst du gerade echt in Minen aus? Du Pisser! Ich will sterben. Ah! Hier komm schnell hin, ne? Ich stehe nämlich hier oben. Hey, weg, nicht weggehen. Ja! Beim Zurückgehen geht dann die durch die Minen, Alter. Das ist ein Vogel vielleicht, ey. Der Jäger kommt, der Jäger kommt. Den habe ich noch im Griff. Ich glaube, den habe ich im Griff. Fuck, fuck, fuck. Nein! Nein! Alter, ich pack gleich meinen Atombombenwerfer aus. Du guckst aber nicht mehr so frech. Wie er mich anguckt mit seinem Billig-Mike und seiner Kinderstimme nach 20 Sekunden ist Messer mit drin. Es ist wie immer mit euch. Cheat Kinder. Hab ich ihn nicht getroffen? Hab ich ihn nicht getroffen, Mann? Der stand einen Meter vor mir. Bin ich bescheuert? Wo? Ich höre nicht. Ich sehe nicht. Ich höre nur. Da bist du, du leichten die Drecks. Alter, Alter, der kommt echt nah. Der kommt echt nah. Leute, lauft. Lauf! Lauf doch mal! Lauf doch nicht so lange nach! Merkt ihr es, wenn jemand hinter euch ist und ihr merkt es voll so im Hinterbereich eures Körpers? Wie ist dann so Zug? Ach ja. Meinst du, du kannst jetzt hier hochkommen oder was? In meinen Zug? Ich bin ja Thomas der Lokomotivführer oder sowas. Dieser eine, ich bin Thomas die lustige Lokomotive und fahr gern Kinder um. Rum. Rum! Haha, ich bin schon wieder in meiner. Ich komm jetzt rein! Oh, fuck! Geh weg! Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich! Dieser Lurch, dieser Haarige, hat mich fast gekillt! Komm her. Du gehst nicht da drüber, ey, du Lügner. Er stackt! Ne, er stackt nicht! Ich hab erst verletzt. Das kommt davon, Mann. Hast dein Bein gebrochen, ne, beim Rumfallen. Ich habe jetzt einen Ratte-Way getrunken oder mir gespritzt, aber was, wie man sich das auch immer nimmt. Und wir können endlich aufperken, Leute. Level up. Ich verfolge da keine gewisse Politik bei Level ups. Ich hab da, ich fand das eine ziemlich cool. Warte mal, war das hier? Eigentlich wollte ich jetzt das hier erreichen. Du erhältst sofort weitere 20 maximal Gesundheit und regenerierst verlorene Gesundheit langsam. Ich level jetzt nicht ab. Ihr könnt das ruhig auch mitentscheiden. Also ich wollte Lebensspende auf jeden Fall noch durchskillen. Natürlich sind auch diese Waffengeschichten und Rüstungsbaugeschichten. Nahkampfwaffen brauche ich eigentlich keine, oder? Ah, ich weiß auch nicht, vielleicht doch. Früher habe ich gerne mit Nahkampfwaffen gespielt. In den alten Teil. So eine richtig fette Keule, wo man alles umknüppeln kann, ist auch geil, ne? Ihr könnt ja mal, ihr kennt vielleicht die Perks. Ihr könnt ja mal sagen, was auch nicht schlecht ist, natürlich dieser mysteriöse Fremde, ne? Der dann ab und an kommt und jemand mit drauf brezelt. Der killt die Leute auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich den auch einfach noch nehmen. Ich warte mit dem Ding erstmal, ne? So, der Meyer-Lurk.